Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Momentan eher so ein kleiner Zwischenstopp. Ich bin nämlich wieder ein bisschen am Farmen und ich brauche mal wieder Stims halt und alles. Und ja, deswegen gibt es einen kleinen Zwischenstopp. Ich möchte gerne auf jeden Fall die Waffen verbessern, damit ich es halt leichter habe zu farmen, weil momentan ist das sowieso nicht so einfach. Momentan benutze ich dieses Gleisgewehr, was ich gefunden habe. Einfach nur, um die Munition zu verbrauchen, weil die war wirklich scheiße schwer. In unserer Truhe, ich habe alles rausgenommen, was scheiße schwer ist. Und ich finde es halt schade, Dinge einfach zu verschwenden. Übrigens haben wir davon noch 2500 Munition. Und deswegen nutze ich sie derzeit auch für die Events. So, und zwar haben wir 254 Gleisbolzen, die jeweils 0,2 wiegen. Also, ihr könnt euch vorstellen, das verbraucht schon sehr viel. So, und wir werden erstmal. Ich habe den Perk nicht drin. Der war erstmal, der ist noch wichtig. Der Perk. Ach ja, Stufenaufstieg. Punkt ändern und zwar bei. Ne, ich will nicht Punkt ändern, nein, Skill wählen. Ja, so ist richtig. Und zwar wollen wir den Bonusschaden nochmal verbessern. So, blutiger Tod. Dann hätten wir die 15% voll. Und den Punkt haben wir ja schon reingetan, ne? Genau. So, blutiger Tod. Perfekt. Dann, ach ja, Kannibale habe ich auch immer noch drin. Ich muss mich ja immer daran erinnern, dass ich das Ding drin habe. Ist ja nicht voll hilfreich. Waffenhandwerker. Nein, Waffenschmied brauche ich. Waffenschmied. Ja, Waffenschmied habe ich auf 5. Waffenschmied. So. Ich habe übrigens zwischendurch noch ein Terminal auf Level 3 gefunden. Das habe ich einfach geknackt. Sag ich Scheiß drauf, Hauptsache es ist weg. Das heißt, wir haben jetzt bei der Challenge ein weniger. So, okay. Kümmern wir uns erstmal darum, damit ich ordentlich farmen kann. Eine Powerfaust habe ich auch gefunden. Die behalten wir auch fürs Erste. Ich zeige gleich, was ich alles gefunden habe. Was wir auch dann gleich wieder wegschmeißen werden. Ihr habt jetzt schon einen Teil gesehen. Kann man den hier eigentlich auch noch verbessern? Reichweite. Hier kann man halt noch nicht wirklich viel machen. Bindungsbremse kannst du sowieso vergessen. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja. Wollt ihr erstmal den flinken Verschluss für die Feuerrate? Öl! Ich habe kein Öl! Was habe ich mit meinem Öl gemacht? Junge. Na komm, das kann auch nicht schaden. Bisschen Präzision. Das lassen wir. Wir brauchen das Bajonett nicht. Ja, gut. Was fehlt jetzt? Ich hab. Naja. Was ich noch ganz gerne machen würde, ist, wenn es noch geht. Es geht. Gehärteter Verschluss, überlegener Schaden. Zack. So, den brauche ich auch noch. Achtung, Bürger. Aha, Ein okay. Atomschlag steht bevor. Naja. Gehen wir Bitte jetzt kurz verlassen hier Sie das rüber. Gebiet schnellstmöglich. Oh, ich bin Danke für beladen. Ihre Kooperation. Kleidung. Bagger. So. Dann zeige ich euch, was ich gleich gefunden habe und verkaufe es direkt, weil es sind nicht wirklich gute Sachen dabei. Das Einzige, was ich noch behalten werde, ist halt diese Waffe hier, aber auch nur, damit ich die Munition halt nicht verschwende. Ne? An sich ist das eine gute Waffe, aber der Damage ist jetzt nicht so gravierend. Ich zeige es euch gleich, was die drauf hat. Gleich kann ich es euch zeigen. Aber es war mir erstmal wichtig, die Sachen zu verbessern, die ich auf jeden Fall benutze. So. Und vielleicht können wir uns gleich eine neue Waffe kaufen, wer weiß. Ich habe nämlich eine richtig coole Waffe bei dem anderen gesehen für 5000 Gold. Aber ich dachte mir, nee, ich habe eh kein Geld. Also. Bekommen haben wir den Gatling Plasma. Der verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Schadensresistenz ist. Was natürlich kacke ist, wenn du jetzt. Den brauchst du halt für dicke Monster. Da kannst du nicht ohne Rüstung ankommen. Tschüss. Die Ultrazieht-Laserpistole. Schaden gegen Ghule. Ich habe es gegen Ghule getestet. Meine anderen Waffen waren stärker. Die Armbrust behalten wir. Und wir haben Kleidung noch. Oh, ich habe die anderen. Habe ich die anderen Sachen nicht an? Moment. Bin ich nackig?
Das erklärt, warum ich so wenig tragen kann, glaube ich. Ich bin nicht nackig. Okay. Autostim und Mutanten. Oder wir machen das so. Ah, okay. Der hier kommt weg. Der hier kommt weg. Naja, wir haben nicht genug Punkte. Ich könnte mir Rüstung kaufen, aber ich... Ich lasse das. Das wird auch noch verkauft. Dann haben wir auch wieder ein paar Punkte. Naja. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal weiter und wir sehen uns dann. So, Leute, da bin ich wieder. Ich muss mal wieder meine Taschen entleeren. Und was habe ich dieses Mal alles so gefunden? Der kommt erstmal weg, den hatten wir ja schon. Den habe ich euch schon gezeigt, genau. Der kommt erstmal weg. Tschüss. Der kann ja jetzt weg. Der ist fast kaputt, aber er ist noch benutzbar. Nö. Nur so für euch. So, dieses Gleisgewehr habe ich gefunden. Verursacht mehr Schaden, je niedriger seine Schadensresistenz ist. Kann weg. Die Gamma-Kanone. Zunehmender Schaden bei steigenden Entzugserscheinungen. Kann weg. Dann habe ich eine 10mm gefunden. Mit drei Sachen. Jetzt nicht so übelst krass geil, aber Feuerrate ist schon cool. Und der Rest ist eher so, aber auf Stufe 5. Gibt immer 41 Punkte. Ja, der Boxhandschuh. Schaden gegen Myalox und Insekten. 50% Körperteilschaden. Boah. Ich habe schon einen Handschuh. Das Jagdgewehr habe ich hier gefunden. 50 Schadensresistenz beim Zielen. 30% Schaden gegen Supermutanten, was eigentlich ignoriert werden kann. Und plus 10% Schaden, wenn du zielst. Das heißt, beim Zielen sind wir schon ziemlich gut drauf. Deswegen behalten wir den. Der Kryolator. Kritische Watz-Treffer heilen dich und deine Gruppe. Ja. Das ist die Waffe, die wir schon kennen, aber die kommt jetzt weg, weil ich jetzt dieses Jagdgewehr habe, was ich wesentlich besser finde als das hier. Deswegen tschüss. Ja, verkaufen. Was? Der Händler hat nicht genug. Okay, dann haben wir noch ein Billardkö. Schaden erhöht sich bei Nacht und verringert sich bei Tag. Dann 50% Körperteilschaden. Schaden erhöht sich bei Nacht und verringert sich bei Tag. Ja. Und das Gatling-Geschütz kennen wir schon. So, wir haben 163 Punkte. Wir können eine Waffe kaufen. Der Rest kommt ein anderes Mal weg. Und jetzt guckt meine Nase. Und dann bin ich mal gespannt. Ich habe übrigens zwei Level gefarmt jetzt. Hab nur noch zwei Stimps. Ja, scheiße. Ja, egal. Und dann gib mir mal eine legendäre Fernkampfwaffe. Bitte was Gutes. Zunehmender Schaden mit steigenden Entzugserscheinungen. Kritische Schüsse im Watz verursachen 50% Schaden. Ja, komm, Digga. Digga, das geht nicht. Das kannst du mir nicht antun. Naja, zumindest. Was willst du denn? Karl Lagerfeld. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, noch Kleidung bekommen. Dann muss ich kurz mal gucken, was ich Neues habe. Zack. So, Kleidung. Der Autostim. Chameleon, rechtes Bein. Ich glaube, da ist klar hier. So. Ja, Schaden durch verbrannte Minus. Die können wir eigentlich auch verkaufen, komm. Kleidung. So, Schaden durch verbrannte. Ja, plus ein Beweglichkeit ist ganz cool. Das ist kacke. Schaden durch Supermutanten. Linker Arm. Was habe ich hier drauf? Ich glaube, Schadensresistenz, wenn ich mutiert bin, ist besser, oder? Ja, komm. Ja, er hat nur noch 4. So, komplett ausgebeutet. Ja, dann müssen wir jetzt warten, bis er jetzt wieder neuen Stuff hat. Aber ich werde noch ein paar legendäre Sachen farmen, wenn es geht. Falls ich was kriege und ja, dann sehen wir uns gleich. So, Leute, dann geht's jetzt weiter. Wir versuchen jetzt unser letzten Stuff hier noch zu verkaufen. Ich hatte noch ein anderes legendäres Item mit 3 Sternen, aber das habe ich verschenkt. Ich hatte einfach spontan einen Faustkampf mit einem Typen, dem ich im Weg stand. Und nachdem er gewonnen hat, natürlich unfairerweise, weil er sich geheilt hat, dachte ich, ach komm, was soll's. Und dann habe ich ihm halt eine Planke geschenkt. Stufe 5.
Aber trotzdem hätte es ganz schön viele Punkte gegeben. Ja, ganz neu hier ist dieses schicke Ding. Die Ultrazeit-Laserpistole mit vierfacher Magazingröße. Ich denke, die werde ich verkaufen, falls die jemand braucht. Die werde ich verkaufen, ganz normal. Ja, Lederrüstung. Stim, tschüss. So, du kannst nun auch endlich weg. Weil so gut warst du wirklich nicht. Eine Mehrzweckaxt. Auch Stufe 5, 3 Sterne. Körperteilschaden verursacht Schaden gegen Roboter, Gewicht um 90% reduziert. Ja. Dich behalten wir. Powerfaust, 10% Schaden gegen Spieler. Boom. Das Jagdgewehr, 30% Schaden gegen Meyerlurks. 2 Sterne, Schaden durch Tiere und Charisma, aber Stufe 15. Und zunehmender Schaden mit steigenden Entzugserscheinungen, kritische Schüsse im Watz verursachen 50% mehr Schaden und Gewicht reduziert. Ja, also für Watz-Spieler vielleicht, ja. Weg. So. Schaden durch Verbrannte ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Was haben wir? Linke Arm. Was haben wir denn in unserem linken Arm? Gar nichts? Moment. Hier muss aber kontrolliert werden. Linke Arm, da. Ja, das ist, glaube ich, wichtiger. Aber das können wir sowieso gerade nicht verkaufen. Der hat nur noch 8 Punkte. leer gekauft hier. Dann nimm mal den hier für 3. Und den hier für 3. So, jetzt ist er arm und wir reich. Wir können 2 Waffen leisten. Drückt mir die Daumen. Ich habe wirklich lange dafür gesessen, um so viele legendäre Sachen zusammenzusammeln. Auch wenn sie teilweise scheiße waren. Aber wichtig war es, dass 3 Sterne ist. Und 3 Sterne zu bekommen, 3 Sterne Waffen zu bekommen, ist gar nicht mal so schwer. Die sind halt nur scheiße. Muss man wissen. Wir wollten kaufen, ne? So, Kryolator des Jägers. 30% Schaden gegen Tiere, 50% Körperteilschaden, 15% höhere Nachladegeschwindigkeit. Ja, Und rasend Flammenwerfer erhöht Schaden für jeden weiteren Treffer am Ziel. Oh, das ist cool. Nahkampfschaden wird um 40% erhöht. Und Nachladegeschwindigkeit. Ja. Sollte ich die Tage nochmal aufnehmen, müssen die beiden Sachen weg. Oh Gott, das war ja mal alter Schwede. Es war nicht gut. Nicht gut. Schade. Hab ja nur einen Tag dran gesessen, das Zeug zusammenzukriegen. Was soll's? Legen wir das Zeug erstmal weg oder soll ich es verkaufen? Es sind 80 Punkte, ne? Ja, ich sollte es lagern für ein anderes Mal, wenn wir aufnehmen. Nicht heute. Werden wir sie erstmal lagern. Ja, die Pistole, die ich gerade in der Hand habe, die ist eigentlich recht nice. Dadurch, dass sie halt, ich glaube, 120 Kugeln fassen kann, das ist schon echt. Es ist beeindruckend. Brauchst halt mit der Waffe nicht nachzuladen. Und das ist das Geile daran. Nur die ist halt, ja, für keine Quest geeignet, sondern einfach nur fürs Umherstreifen. Vielleicht benutze ich die auch jetzt mal eine Weile fürs Umherstreifen. Werde ich wenigstens meine Fusionszellen los. Fusionszelle, so. Sehr schön. Dann legen wir mal ein paar Sachen ab. Du kannst eigentlich auch mittlerweile weg. Dann habe ich jetzt eine bessere Waffe. Dann der Kryolator. Die Armbrust können wir jetzt endlich reparieren. Dich werden wir verbessern. Okay. Flammenwerfer kann weg. So. So viel dazu. Woher habe ich das Zeug? Solider kurzer Lauf. Okay. Gucken wir mal, was wir so zaubern können. Vielleicht können wir die 10 mm noch ein bisschen verbessern. Aber erstmal die wichtigen Sachen. Den haben wir eigentlich soweit durch, ne? Ich glaube schon.
Ja. So, stimmt, ich habe noch was anderes. Und zwar habe ich noch eine Mod organisiert für eine andere Waffe, die wir nie benutzen und nie benutzen werden, höchstwahrscheinlich, und zwar den Boxhandschuh. So, Boxhandschuh, da habe ich nämlich mit Stacheln organisiert. Was? Dafür muss ich auch noch Sachen ausgeben? Na gut, eins. Ist okay. Haben oder nicht haben? Das Jagdgewehr. Ich würde sagen, wir gehen auf den 50er Verschluss, oder? Was haben wir denn hier? Verändert den Blabla, verbesserte Schaden durch kritische? Nö. Verbesserte Präzision aus der Hüfte? Nö. Verbesserter Schaden, ja, das klingt doch ganz gut. Ja, gut, da gehen wir rauf. Ich hoffe, ich habe auch Munition dafür. Der Lauf. Was haben wir da? Überlegene Reichweite, überlegene Präzision aus der Hüfte. Nee. Überlegene Reichweite und Druckstoßdämpfung. Das klingt doch gut. So, der Standardkolben wird natürlich auch verändert. Überlegene Rückstoßdämpfung, ne? Ja. Definitiv ein Magazin. Natürlich ein stechendes. Das ist ganz klar, ganz wichtig. Ein Visier. Ich würde dafür gerne ein kurzes Aufklärungsvisier nehmen. Und natürlich gehört da ein Schalldämpfer drauf. Und ganz neu im Team, die Lackierung. Boom. Ja, hier könnten wir auch noch was machen, glaube ich, ne? Ja, Reichweite nochmal verbessern. Ja, cool. Dann hätten wir das geschafft. Wir haben natürlich auch ein paar Level-Ups wieder. Aber erstmal öffnen wir ein Skill-Paket. Wir sind jetzt Stufe 80. Zack. Scheiße. Wir haben jetzt plus ein Schloss knacken. Der optimale... Was? Warum? Wozu? Ja, Rüstmeister. Ja, das ist genau eigentlich das, was ich mir gerade brauche. Hast du schon von dem außerirdischen Komiker gehört? Seine Witze sind nicht von dieser... Und zwar, ich muss erstmal gucken, was wir haben. Und zwar, Waffenschmied kann erstmal weg. Wir brauchen nämlich, wir haben erst, achso, da. Alles klar. Hey, dann haben wir jetzt, oh, cool. Ist genau das, was ich jetzt brauche. Nee, gar nicht. Das packen wir auch erstmal zusammen. Wir brauchen Rüstungsschmied, aber das gibt's hier nicht. Habe ich das noch nicht? Nö, ist doch richtig. Bin ich jetzt blöd? Wahrscheinlich scheint blöd zu sein. Alles klar. Packen wir das mal rauf und gucken, ob das das Richtige ist. Denn wir wollen natürlich auch unsere Sachen verbessern. Zumindest möchte ich mehr tragen können. So. Ich hab so lange Schrauben gesammelt. Du kannst mir nicht erzählen, dass ich keine Schrauben mehr habe. Alles klar. Beruhigen wir uns erstmal. So. Kannibale brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich benutze das jedenfalls nie. Ja. Intelligenz. Eigentlich brauchen wir da nur 3 Punkte oder 5. 5. Von Intelligenz können wir 2 abziehen. Ja. Wir könnten wir einen einsamer und umherziehender tun und den auf Stufe 2 machen. Ich glaube, das tue ich auch fürs Erste. Nehmen wir 2 Punkte da weg. Ich hoffe, ich tue jetzt hier das Richtige. So. Und dann einsamer Umherziehender Stufe 2. Bitte sag mal, dass ich alles richtig gemacht habe. Ihr wisst, ich bin manchmal verplant. Und das nur ein bisschen. So. Hier brauchen wir 5 Punkte
weil wir den Waffenschmied haben und brauchen. Nahkampfkrieger haben wir auch 5 Punkte. Nahkampfwaffen gehen 10% langsamer kaputt und du kannst Nahkampfwaffen der Stufe 1 herstellen. Ja gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Gehen sie halt kaputt. Wenn sie kaputt gehen, gehen sie halt kaputt. Ja, und ansonsten tun wir das hier so lange rein. Nö. Das klingt ja nicht ganz gut. Und ansonsten packen wir erstmal das hier rein. Und das war's. Wir wollten ja noch mal kurz, auch wenn wir keine Schrauben mehr haben, einmal kurz nachgucken, wie es mit dieser Laserpistole aussieht. Was können wir da machen? Überlegener Schaden durch kritische Treffer. Gut, das ist schon mal kacke. Verbesserte Rückstoßdämpfung und Präzision, das dürfte ja gut, das ist in Ordnung. Aber senkt den Schaden, also eigentlich gar nicht mal so schön, nicht so gut. Ja, da können wir eigentlich nichts machen. Sehr schön. Gut, dann müssen wir ein anderes Mal Taschen draufpacken. Und ich würde sagen, wie viel Munition können wir schleppen? 120. Nice. Cute, wie viel wiege ich? Das ist okay. Ich möchte gerne noch diese Rüstung weglegen. Gut, ich würde sagen, Bohrschatzkarte 01. Das kennen wir doch. Was haben wir denn hier? Ein Friedhof mit Licht? Und Supermutanten, die diesen bewachen? Warum? Warum werde ich noch verfolgt? Und der ist jetzt nicht wirklich gut begraben. Irgendwie seltsam. Wir merken uns mal die Location hier. Irgendwas ist hier nicht ganz fit. Red Hirsche. Ich bin immer auf dem Weg hierhin. Dauert nur halt ein bisschen länger, wenn man dahin laufen muss. Aber, soweit ich weiß, müssen wir mit einem Jagdgewehr. Du bist doch ein Jagdgewehr, naja. Einen Red Hirsch erledigen. Keine Munition mitgebracht. Oh mein Gott. Oh, ist das bitter. Ich würde so gerne, aber es geht nicht. Da ist die Hütte. So traurig. Wieso höre ich hier Wasser? Habt ihr was Schönes für mich übrig gelassen? Ein bisschen Mais, Fleisch und Bohnen. Ja, nice. Irgendwas? Holz habe ich mittlerweile wieder genug. Nehmen wir das mit. So. Wo war's? Hier muss irgendwo ein auffälliger Haufen sein. Und eine Toilette. Die nicht aufgeht. Auto, da liegt was drin. Bist du der Haufen? Nee. Oh, Sprengkapselbox. Genau dich habe ich gebraucht. Da ist der Haufen. Jetzt sehen wir ihn. T45 Bauplan, rechter Arm. Nee, doch, Bauplan. Moschatzkarte entfernt. Schrotplatone, Pumpgun. Metallrüstung, rechter Arm. Ah. Fusionszelle. Gut, die 5 haue ich so schnell raus. Kannst gar nicht gucken. Nichts dafür bekommen? Ach komm. Sprengkapselbox. Emilliert, eine Rüstung. Ja gut, so viel dazu. Das war ja schon mal easy. Oh, Rezept. Rezept. Cool, hab ich gesehen. Bauplan. Ah. Okay, du kannst weg. Glasscherben schärfen kann auch weg.
Waldschatzkarte 01. Geht um mehrere Brücken am Fluss. Ich glaube, die ist zu einfach. Wir gehen mal hier auf Cranberry Bog. Wir hatten noch eine angefangen, ne? Die hatten wir angefangen. Und es geht Richtung Westen. Der andere Turm, den ich gesehen habe, ist hier. Der hat aber eine Spitze. Mir wurde gesagt, es soll, glaube ich, der hier sein. Aber wahrscheinlich in den Bergen. Das heißt, wir gehen einfach mal hier ins zum Campingplatz. Moment, erstmal. Was bist du für eine Quest? Was bist du? Aha. Langweilige Events. Ich gucke nach Events mit Legendären, die schnell gehen. Meistens ist das Hingehen, einmal draufschießen und fertig. Davon hatte ich gestern ziemlich viele zum Glück. Naja. Gehen wir hier. Wir müssen nämlich ziemlich weit oben sein dafür. Und ich glaube, da sind wir richtig. Einige würden jetzt behaupten, ey, Zero, hol doch die 50er Munition. Aber ich sag mir nö. Weil ich dann da, weil ich werde es sowieso vergessen, wenn ich da bin. Dem denke ich mir, was wollen die machen? So. Ich muss piepen. Oh, beanspruche die Werkstatt. Spruce Knopf. Ah, hier ist eine Werkstatt. Hier sind doch schon zwei. Säure, Kupfer, Wasser, Gold, Essen. Ja, Nicht der Hammer. Aber egal, wir müssen Richtung Westen gucken. Am besten von da oben aus. Ja, jetzt habe ich Schluck auf, Alter. So, wir machen das einfach wie Ninja. Ach, verdammt. Oder auch nicht. So, Richtung Westen. Das könnte eigentlich... was ist das denn? Wenn wir jetzt Richtung Westen gucken, das ist Süden, Zero. Das ist Westen, ganz genau. Können wir von hier aus schon etwas erkennen? Hallo, Jungs. Achso, ihr gehört zusammen. Wieso schießt ihr aufeinander? Mensch. Hallo, ich wink dir mal zu. Hi. Wollt nicht schießen. Alles klar, Richtung Westen. Ich sehe... Explosionen. Ich sehe nichts. Gehen wir noch höher. Komm, wir gehen noch höher. Alter, was ist denn los mit euch? Chillt mal. Der ist fast tot. So, Richtung Westen. Das könnte der sogar sein. Okay. Aber Westen ist noch auf der falschen Seite. Westen sollte nämlich da sein und nicht da. Und das kriegen wir hin, indem wir in die Richtung laufen, ne? Könnte das hier irgendwo sein? Wir gehen mal hier zur Station RNG. Der Zufall, Zufallsstation. Sehr lustig, Bethesda, sehr lustig. So, und wenn wir hier Richtung Westen gucken. Wir müssen dafür über die Berge.
So, wenn wir in die Richtung gucken, was bist du? Der Bote. Lame! Und ich würde sagen, für die nächste Folge bereite ich mal einen Zettel vor, was ich alles für die Kaulquappen machen muss. Und dann können wir gucken, dass wir da das Ganze irgendwie zusätzlich machen. Ich habe auch ein bisschen Milch mitgenommen, weil davon müssen wir auch ein bisschen sammeln. Und immer, wenn ich eine Kuh gesehen habe, habe ich halt gegengetreten und gesagt, gib mir Milch. Hat irgendwie nicht funktioniert. Nicht immer. Manchmal sind sie umgefallen und gestorben. Keine Ahnung warum. So. Oh, guck mal, eine Hütte. Ein Fuchs. Drei. Das ist jetzt ein Arsch, oder? Oh Gott, was? Holy shit, was geht denn jetzt hier? Ich wollte den Fuchs nicht töten. Er war im Weg. Oh Gott. Karma. Ich will doch nur einen Schatz suchen. Flüster mir noch lauter ins Ohr, Junge. Doch. Jetzt zieh dich. Die Waffe ist nicht wirklich stark gegen starke Gegner. Scheiße. Ich gebe zu, wir haben Probleme. Wieso kommen da drei? Wir müssen hier weg. Ich will doch nur einen Schatz finden. Wir müssen mal nach Westen gucken. Ja, wir sind hier richtig. Scheiße. Ah. Das gibt's doch nicht. Vielleicht sind wir beim Bahnhof sicher. Vielleicht denken sie sich, oh mein Gott, ein Bahnhof. Der fährt gleich mit dem Zug weg. Den kriegen wir nie wieder. Huch. Danke. Ich stehe drauf, wenn die Dinge von mir kaputt macht. Beschütze mich, Bot. Tausche Kron, Karten. Erstmal handeln. Geplünderte Beute. Tausche geplünderte Beute gegen Kron, Karten. Was hast du denn hier so Schönes? Nichts Gutes, ne? Oh, fürs Gleisgewehr gab's hier Sachen. Hm? Junge, ich bin am Handeln! Vor allem sind die auf Stufe 30. Drei Stück. Das ist nicht dein Ernst. Das ist doch nicht mal RNG. Und die helfen nicht mal. Okay, wir spawnen hier einfach nochmal neu. Eventuell sind die weg. Weil die denken, sie haben mich getötet. Dabei bin ich unsterblich. Ja, genau. Verfolgt die anderen Idioten. Nicht mich. Bestimmt wegen den drei Leuten. Deswegen sind es genau drei. Okay. Ah, scheiße, ich muss in die Richtung, oder? Mist. Da ist ein Ausguck. Ich sehe eine kleine Stadt. Was könnte denn die kleine Stadt sein? Vor allem, wie kriegen wir das jetzt hin, ohne dass die Viecher mich wiedersehen?
Entschuldigt mich einen Moment, ich muss Munition holen. So. Bin wieder da mit Munition. Jetzt gibt's aufs Maul. Ich zweifle mal, dass ich die drei fertig machen kann, aber egal. Und vor allem ist die Munition richtig schön leicht herzustellen. Das ist das Beste an der ganzen Geschichte. Eine Waffe, die einfach nur spottbillig ist. Wieso habe ich 10 Erfahrungen bekommen? Wodurch? Okay, ich würde sagen, wir gehen zum Ausguck. Lebt immer noch. Ich war gerade ein bisschen perplex, weil diese 10 Erfahrungen immer noch da geblieben sind. Ach, du ahnst das nicht. Die wollen doch verhindern, dass ich da jetzt hingehe, oder? Diese Toilette ist sehr auffällig. Wir gehen mal rein. Ist hier auch ein Knopf? Nee. Wo ist meine Kamera, wenn ich sie brauche? Sehr schön, wie jemand da gegrillt hat. Mmh, lecker Hotdog aus der Toilette. Das schmeckt gut. Toiletten sind immer noch am besten. Wir brauchen eine Aussicht auf eine Stadt. Lass uns doch nochmal die Notizen durchgehen. Wir müssen mehr in die Richtung. Oder? Nee. Ach, scheiße, Mann. Ich will nicht zu den Viechern. Freunde, wir machen das einfach so. Ich verstecke mich jetzt mal hier und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Oh, und dann habe ich schon Notizen bereitgestellt, was wir alles machen müssen für die Kaulquappe. Haut rein, euer Zero. Tschüss.